Ich bin hier in Deutschland, ich versuche jetzt mit der Grammatik besser aufzupassen, weil in Österreich sind wir immer mehr so. Ich weiß es nicht. Der Brenner ist auf der Pensionsversicherung am Anfang und erfährt, dass er bis 84 arbeiten muss, um überhaupt eine Rente zu bekommen. Da erinnert er sich, er hat ja noch dieses alte Abbruchhaus in Graz, das er von seinem Großvater geerbt hat, und fährt nach Graz. Die Stadt seiner Jugend, wo alles losgegangen ist. Die Stadt, von wo er aufgebrochen ist in die Welt, um eigentlich vollkommen erfolglos zu sein. Und jetzt kommt er zurück, trifft Schulfreunde, das Ganze entwickelt sich zu einem quälenden Klassentreffen, das aber nicht einen Nachmittag dauert, sondern ein paar Tage. Und plötzlich wacht er da auf im Krankenhaus mit einem Loch im Kopf. Es hat ihm wer in den Kopf geschossen, die Kugel ist herausoperiert und er macht sich auf die Suche nach dem, der ihn zu töten versucht hat, wäre die korrekte Formulierung. Ich bin hier in Deutschland, ich versuche jetzt mit der Grammatik besser aufzupassen, weil in Österreich sind wir immer mehr so. Ich habe beruflich ein bisschen schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind obdachlos, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto, Sie sind ein U-Boot. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Der Brenner ist kein typischer Grazer, muss ich gleich mal sagen. Er ist weder Alkoholiker. Na, so schlimm ist es nicht. Aber wenn wir vom Norden nach Graz kommen, südlich der Alpen, dann ist so ein bisschen, als wäre das schon die Vorstation von Italien. Die Menschen trinken gern Wein, sitzen auf den Plätzen herum, sind lebenslustig, sprechen eine unverständliche Sprache, die man nicht versteht. Also es ist ein bisschen schon das erste Ausland auf dem Weg in den Süden. Diese Art von Graz haben wir nicht brauchen können. Wir haben ein bisschen ein trostloses Graz in der ersten Filmhälfte gebraucht. Blöderweise war immer schönes Wetter, aber mit dem Computer haben wir das schöne Wetter weggekriegt. Und in der zweiten Hälfte wird das Wetter besser. Das haben wir dann ohne Computer verwenden können. Das war der Wind. Was hat den Brenner zu so einem Einzelgänger werden lassen? Ich glaube, das eine ist, ich kann da sehr, sehr, sehr professionell drüber reden, weil ich wirklich mit Gleichaltrigen bis zur Pubertät überhaupt nichts anfangen wollte und seither immer noch, wenn wirklich was Entscheidendes passiert, mache ich es mit mir allein aus. Also ich bin ein bisschen wie der Brenner. Und das passiert so, dass man eine Kindheit hat, die vorwiegend von Großeltern geprägt ist oder jedenfalls nicht von Gleichaltrigen. Kindergarten gibt es noch nicht. Dann kommt man in die Schule, findet sich überhaupt nicht zurecht, wird gleich einmal gemobbt, sagt man heutzutage. Früher hat man gesagt, gedögelt. Und dann wird es immer schwieriger, sich sozial zu integrieren. Mir ist das dann irgendwann gelungen, weil ich habe dann Schultheater gespielt und irgendwie habe ich eine gewisse Anerkennung dann bekommen in der Gruppe. Aber dem Brenner, dem ist es nicht gelungen und seither hat er überhaupt ein Problem mit zu vielen Menschen. Bei Frauen probiert er nur oft was, ja. Funktioniert immer weniger. Mit Männern kann er gar nicht gut. Außer mit Berti, sein Freund. Aber mit dem ist er in dem Film leider nicht zusammen. Der lässt ihn da allein nach Graz fahren. Darum ist er wirklich allein in Graz. Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Was ich gemacht habe, ist, dass ich in jüngeren Jahren Drehbücher geschrieben habe, die nie fertig geworden sind. Und die habe ich dann als Steinbrüche benutzt für spätere Projekte. Ja, da gibt es einige Ideen von alten Drehbüchern, die sind in den Brennerfilmen drinnen, andere sind in den Kabarettprogrammen. Ein großes, langes Drehbuch, das ich geschrieben habe, habe ich dann 10 Jahre später zu einem Pathologen-Zweiteiler fürs Fernsehen umgearbeitet. Also früher habe ich viel weniger Drehbücher fertig schreiben können. Das ist irgendwie mit dem Alter gekommen. Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr so wild lebe und mich besser konzentrieren kann durch weniger Alkohol oder so.